meine lieben Freunde. Oh, hier sind schon die Hunde am Bellen. Oh, er hängt in der Leine wie verrückt. So, heute mal wieder ein kleines Video vom Hyundai. Kam ja schon lange nichts mehr. Upsala. Oh, die hat aber auch einen Zacken drauf in ihrem Tiguan. Kleines Fläumchen. So, und zwar heute werden wir mal testen, wie viel PS der Hyundai in den jeweiligen Modusen haben wird. Und zwar im Eco-Modus, im Normal-Modus und im N-Modus. Ich bin sehr gespannt, weil viele sagen, ja, im Normalen hat er nur 250, der andere sagt 240, ein ganz anderer sagt 200. Und um das jetzt mal wirklich klar hier anzeigen zu lassen, werden wir das heute mal testen. Erst fangen wir mit dem Eco-Modus an. Ich werde mal richtig durchladen, dann im Normalmodus und zu guter Letzt im kleinen Böller-Modus, dem N-Modus. Geilio! Seid gespannt. Wir nehmen euch mit. Und wir schauen am Ende mal, wie viel PS wirklich in den jeweiligen Modi da sein werden. Wir sehen uns. Seid gespannt. Erstes kommt der Eco-Modus. Wir schauen mal, was er so bringt. Ab geht's. Eco-Modus hat sich das eigentlich schon mopsig angefühlt. Ich habe das irgendwie etwas entspannter in Erinnerung, aber okay. Eco-Modus mäßig gar nicht so schlecht. So, zack. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Und zwar haben wir in der höchsten Spitze Vollgas 280 PS. Guckt euch das an. 280, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gucken noch mal hin. 280, das gibt's doch gar nicht. Im Eco-Modus. Okay, alles klar. Wir schauen uns die nächsten Modus an. So, Nummer 2 im Normalmodus. Und los geht's. Diagramm gleich sagt. So, jetzt gucken wir, was wir im Normalmodus an Maximalleistung haben. Und zwar haben wir 272 PS. 8 PS weniger als im Eco-Modus. Warum auch immer. Hat man auch gespürt. 8 PS waren es weniger. Gut, okay. So, und jetzt im nächsten Modus, dem N-Modus. Wir gucken, was passiert. Oh Gott. Also im N-Modus merkt man schon, da ist dann auch Saft im Kessel vorhanden. Also da ruppt er aber an der Achse, wie als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Junge Lie. Das hat schon... Hui.
nervös, leicht nervös. So, wir schauen uns jetzt mal die Zahlen an. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. So, meine lieben Freunde, jetzt kommen die Daten zum Endmodus. Und zwar haben wir in der höchsten Spitze 279 PS. Also 1 PS weniger als im Eco-Modus. Ja, irgendwie kann das auch nicht so ganz hinkommen, oder? Jo, was sagt uns das? 8 PS im Normalen, weniger. 280 im Eco-Modus und 79 im N-Modus. Der N-Modus hat einen Schlipper weggezogen. Oh ja, das hat er wirklich. Wir lassen den noch durch. Lass noch laufen. Wir fahren jetzt noch ein bisschen. Wir werden das noch mal analysieren. Es kann auch sein, dass wir die Modusse etwas zu schnell gewechselt haben, dass er das noch nicht so richtig gerallt hat und dass das dann mit den Daten alles noch so ein bisschen zu schnell war, dass er das nicht gescheckt hat von den einzelnen Modi. Aber wir werden das nochmal analysieren. Sonntagmittag und die Laune steigt und steigt und steigt. Der Hyundai zaubert einem immer wieder ein Grinsen ins Gesicht. Und jetzt gibt es noch ein paar kleine wilde Soundorgien. Viel Spaß! Die drei Modi getestet, obwohl ich immer noch nicht ganz glauben kann. Oh, ich muss erstmal wieder im Normalmodus rein, weil Zähne sind teuer und das Kreuz auch. Wir müssen noch ein paar Jahre knüppeln und man will ja sein Kreuz nicht mehr knechten, als es sein muss. Deswegen fahren wir mal ein bisschen im Normalmodus. Ja, also was hatten wir im Eco? 280, was mich echt wundert, dass er da 280 PS hatte. Im Normalmodus waren es 272 oder was, ne? Und im N-Modus 278 oder 79. Also ich hätte da jetzt irgendwie, das hat da so ein bisschen runterregelt, die Leistung, aber... Oder er hat es so schnell nicht, wo ich durch die Modusse geschaltet habe, dass er das nicht so schnell gerafft hat. Und hat dann irgendwie die Leistung anders berechnet. Man weiß es nicht. Obwohl sich der Eco-Modus, gut, im Eco-Modus, da fährst du ja nicht wie so eine Sau an, da fährt man ja eigentlich normal. Aber ich fand den Eco-Modus war jetzt nicht verkehrt. Der Normalmodus hat sich irgendwie am langsamsten angefühlt. Also war auch mit Schmalz vorhanden, aber irgendwie war das nicht so die volle Dröhnung. Und im N-Modus, ja, da hat er natürlich geruppt, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Ja, genau. Also in allen drei Modusen hast du genug Leistung, um welche zu ärgern. Und sparst auch noch Sprit. Im N-Modus natürlich nicht, aber im Eco hatte ich ja auch schon mal ein paar Videos gemacht. Also da kann man ihn mit
7,5, 8 Litern kann man ihn fahren. Auch im Normalmodus. Es kommt immer auf den Gasfuß an. Gut, wir werden jetzt noch eine kleine Runde drehen. Und dann geht's nach Hause. Und dann wird der Sonntag entspannt. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut. Und denkt immer dran. Rechts ist Gas. Und zieht alle ab. In dem Sinne, ciao mit V.